Und wenn wir uns die Antwort auf die, von den Muslimen betrachten, über die gesamten Katastrophen und Ereignisse, die uns als Muslime hier treffen, wie zum Beispiel, dass das Kopftuch für Lehrer hier verboten ist oder das Kopftuchverbot an den Schulen für die Muslime in Frankreich oder sei es die Karikaturen, die aufgezeigt wurden über unseren Propheten Muhammad a.s. und die gesamten Beleidigungen oder sei es der Afghanistan-Einsatz oder sei es die Lage der Umma und die Tyrannei, die wir tagtäglich spüren und unter der die Umma liegt. Dann ist die Antwort der Muslime auf diese Ereignisse, die passieren, immer wieder, wir müssen Sabr haben. Ich denke, das ist ein Satz, den jeder einzelne von uns schon mal gehört hat, was diese Situation anbelangt. Ja, wir leben in dieser Situation und wir müssen Sabr haben. Und wenn man die Imame vor allen Dingen auch in den Moscheen fragt, ja Imam, die Situation sieht so und so aus, was sollen wir tun? Dann sagen sie, wir müssen Sabr haben. Also die Antwort auf die Probleme ist Sabr, von den Muslimen auch. Doch was meinen sie mit Sabr? Was ist gemeint mit Sabr? Mit Sabr meinen die Muslime heute, halt dich zurück. Wir müssen abwarten. Sag bloß nichts. Misch dich nicht ein. Warte ab, bis der Sturm rüberzieht. Hab Sabr. Das meinen sie. Und das sagen sie auch. Gedulde dich. Das heißt letztendlich, halt dich zurück und sei passiv. Misch dich nicht in die Angelegenheit ein. Und dann bringen sie die ganzen Ayat und Ahadith. Dann bringen sie die ganzen Verse aus dem Koran, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Sabr lobt. Und wie wichtig der Sabr ist. Und die Ahadith, die den Sabr hervorheben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat 13 Jahre lang in Mekka viele, viele Probleme gehabt und er hat Sabr gehabt. Und so weiter und so weiter. Das heißt, man übersetzt Sabr mit Geduld, abwarten. Und sogar im Arabischen, heute, sowohl im Arabischen, Türkischen und als auch Afghanischen, das Synonym für den Begriff Sabr heißt abwarten. Wenn man im Arabischen oder im Türkischen oder im Afghanischen von hab Sabr redet, dann meint man, wart ab, gedulde dich. So ist das. Sogar, meine lieben Geschwister, sogar, wenn wir uns die Koranübersetzung auf Deutsch betrachten, viele, in vielen Koranübersetzungen wird Sabr mit Geduld übersetzt. In vielen Koranübersetzungen wird Sabr mit Geduld übersetzt. Und das, meine lieben Geschwister, das ist ein katastrophales Missverständnis. Das ist ein katastrophales Missverständnis. Sabr im Islam ist ein wichtiger Mafhum. Beziehungsweise es ist eines der wichtigsten Verständnisse im Islam überhaupt. Es gibt kaum ein Mafhum, kaum ein Verständnis, das Allah subhanahu wa ta'ala so oft im Koran wiederholt. Es gibt kaum eine Prophetengeschichte, die Allah subhanahu wa ta'ala dazu verwendet, um es immer wieder mit dem Sabr zu verknüpfen. So oft kommt das im Koran vor. Allah ist mit den Sabirin. Allah ist mit den Sabirin. Und habt Sabr und so weiter und so weiter. Sabr ist eines der gewaltigsten Konzepte im Islam. Und eines der wichtigsten Konzepte und eines der am meisten wiederholtesten Konzepte im Islam. Und Sabr, meine lieben Geschwister, ist genau das Gegenteil von dem, was heute darunter verstanden wird. Sabr, der Begriff, kommt von dem arabischen Wort Sabr, was so viel bedeutet wie sich an eine Sache festbinden, sich festzubinden. Und die islamische Definition von Sabr lautet, das Festbinden an die islamischen Gebote in jedem Umstand. Das Festbinden an die islamischen Gebote in jedem Umstand. Das heißt, Sabr bedeutet nicht abwarten, sondern Sabr bedeutet das Leid und die Qual standhaft zu ertragen, standhaft gegenüber dem Leid und der Qual zu sein und somit in den Geboten Allah subhanahu wa ta'ala auszuharren, die Erschwernis, die einem auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala trifft, zu ertragen und mit der islamischen Antwort darauf zu reagieren und nicht von Allahs Weg abzukommen. Das ist die Bedeutung von Sabr. Deswegen, meine lieben Geschwister, um das ganz einfach zu verstehen, benutzt Allah subhanahu wa ta'ala den Begriff Sabr im Koran im Kontext des Krieges. Im Kontext des Krieges. So sagt er, oder meint ihr, in das Paradies einzugehen, ohne dass Allah diejenigen erkennt, die unter euch gekämpft haben und ohne dass er die Sabirin erkennt? Und einem weiteren Vers, und wie viele Propheten kämpften gegen ihren Feind oder gegen einen Feind, gefolgt von vielen Gottesfürchtigen. Aber sie verzagten nicht bei dem, was sie auf Allahs Weg traf. Aber sie verzagten nicht
auf dem, was sie auf Allahs Weg traf, und sie wurden weder schwach, noch demütigten sie sich. Allah liebt die Sabiri. Und Allah liebt die Sabiri. Wenn Sabr, meine lieben Brüder, abwarten bedeutet, was hat Warten mit Krieg zu tun? Das ergibt keinen Sinn. Im Krieg zu warten ergibt keinen Sinn. Und der Feind kommt und du wartest einfach, bis der Feind kommt, das hat nichts damit zu tun. Sondern Sabr im Krieg bedeutet, standhaft gegen den Feind zu kämpfen. Die Kampfkraft des Feindes zu ertragen und dagegen zu schlagen. Das bedeutet Sabr. Und deswegen muss man gerade im Krieg Sabr haben. Weil der Krieg gerade eine Situation ist, die Erschwernis mit sich bringt. Und die Kampfeskraft mit sich bringt. Deswegen muss man gerade hier ertragen und die Schläge des Feindes standhaft sozusagen erdulden. Und den Feind durch diese Standhaftigkeit zurückschlagen. Also Sabr, meine lieben Geschwister, bedeutet nicht ein Unrecht zulassen. Das wird heute darunter verstanden. Hab Sabr, hab Geduld, warte ab, misch dich nicht ein. Sabr bedeutet nicht ein Unrecht zuzulassen, ein Unrecht einfach zu erdulden und sozusagen ein Unrecht über sich gehen zu lassen, sondern Sabr bedeutet, gegen dieses Unrecht anzugehen. Gegen dieses Unrecht anzugehen und beim Angehen gegen dieses Unrecht die Erschwernis und die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, zu ertragen. Standhaft zu ertragen. Das ist der Mafhum von Sabr. Das ist das Verständnis von Sabr. Deswegen auch der Hadith des Propheten Sallallahu Alaihi über die Zeit der Versuchung und die spätere Zeit, wer zu dieser Zeit an seinem Iman festhält, dem ist so, als würde er den Islam auf glühenden Kohlen in Händen tragen. Es wird eine Zeit kommen, da wird der Islam wie glühende Kohle sein, den man in Händen hält. Das ist der Hadith. Sabr bedeutet nicht, diese glühende Kohle eben loszulassen, sondern Sabr bedeutet, diese Kohle in den Händen zu halten, die heiß ist, die Erschwernis bringt, die schmerzt, aber trotzdem nicht dran loszulassen, trotzdem sich daran festzubinden. Das ist Sabr.